Hallo und herzlich willkommen zu FUBA, dem Fußballtalk. Eine neue Folge, das ist Folge 6 mittlerweile. Und ich habe irgendwie das komische Gefühl, mein Verein will mich verarschen oder hat irgendeine andere Idee als wir, als Fans. Steigen wir mal gleich in die Olga ein. Was war denn das schon wieder? Ich weiß es nicht. Habe ich irgendwie was verpasst? Hat der Verein jetzt die Idee, in die dritte Liga abzusteigen? Wollen die von Anfang an neu aufbauen? Da hätte ich Tipps, aber dann bräuchten wir die nächsten 14 Wochen uns in der Bundesliga dann könnten wir uns einen Haufen Geld sparen für Auswärtsfahrten. Wenn der Verein echt wirklich der Meinung ist, man könnte jetzt komplett abkacken, weil dann können wir auch die Lizenz gleich abgeben. Dann sagen wir, wir bewerben uns im März jetzt schon für die dritte Liga. Dann werden wir wahrscheinlich der erste Verein, der es seit 70 Jahren schon im März die Bewerbung für die neue Saison abgibt. Das wäre eine starke Leistung. Dann würden wir wenigstens wissen, wohin wir gehen. Jetzt wissen wir auch, wohin wir gehen, aber wir haben das Problem, wir müssen noch 14 Wochen darauf warten, 14 Spieltage. Das kann doch nicht sein. Ist das wirklich euer Ernst? Jetzt mal auch an die Mannschaft gefragt. Mal öffentlich hier an dieser Stelle an die Mannschaft gefragt. Ist das euer fucking Ernst, dass ihr, egal was ihr jetzt für ein Problem habt, das Problem ist euer Problem, nicht das Problem des Trainers, nicht das Problem der Fans, weil komischerweise stehen wir immer noch da und laufen nicht weg, obwohl euer Spiel aktuell wirklich dazu einlädt, in der Halbzeit nach Hause zu gehen. Und oder in der 70. Minute, das was wieder mal grandios gegen Paderborn gelaufen ist. Ich wusste nicht, dass von Scheiße noch beschissener werden kann. Dass wir nicht nur Boden, sondern jetzt sind wir im Untergrund. Also Respekt. Also würde ich so auf der Arbeit arbeiten, dann hätte ich den Job nicht mal eine Woche. Dann würde ich, glaube ich, nach 2 Tagen schon nach Hause gehen können. Wenn ich so arbeite, wie ihr es aktuell tut. Und ihr verdient ein Scheißgeld dafür. Komisch, dass das Geld nicht gekürzt wird. Das ist offiziell jetzt meine Idee. Kürzt das Geld ein, 96. Lasst die für 400 Euro im Monat arbeiten. Vielleicht kommt dann ein bisschen mehr Elan und ein bisschen mehr Wunsch. Man hat's doch gesehen bei Hamburg. Liegen 3-0 zurück und haben am Ende noch 3-3 gemacht. Weil sie sich ihren verfickten Scheißhintern aufgerissen haben. Wir können das nicht. Wir haben das irgendwie nie gelernt. Wir haben immer nur Scheiße in die Fresse gekriegt. Die Fans haben langsam keinen Bock mehr. Man sieht es an den an den Fans im Stadion. Ja. Letztes Mal beim letzten Heimspiel, da waren wir noch 29.000. Jetzt, in dem jetzigen Heimspiel haben wir da nur noch 24.000 gehabt. Also irgendwie läuft das hier nicht. Und das kommt nicht von den Fans. Habe ich das, die Ahnung. Ja, und wenn ich dann noch Aussagen höre wie, ja, wir müssen uns jetzt mal darüber im Klaren sein, was wir wollen. Das hätten wir uns schon nach dem Kaiserslautern-Spiel vor 3,5 Wochen haben müssen. Da hätten wir schon zusammensitzen müssen und mal drüber nachdenken. Nicht erst dreimal abkacken und verscheißen, dass wir glücklich sind, dass wir da oben sind, weil wir in der Hinrunde 17 Punkte in 4 Wochen geholt haben. Ja, das ist das Problem, was wir in der 96 haben. Und da ist nicht der Fan dran schuld, weil wir stehen ja, wie gesagt, eben in der Kurve und feuern an. Nein, das ist die Moral in dieser gesamten Scheißhaufen, in diesem ganzen 96-Haufen, diese Moral, diese Untätigkeit. Ja, Planlosigkeit zusammengesetzt mit Wunderkerze. Mal gucken, was rauskommt.
Ja. Wie kannst du hingehen in der, ich weiß nicht, 75. Minute oder in der 85., 86. Minute? Wie kannst du da hingehen und dann noch einen Stürmer einbauen? Bei mittlerweile 3 zu 2 Rückstand. Wie geht das? Ich weiß es nicht, wie es geht. Aber anscheinend geht's im Gedanken von manch einigen Menschen in diesem Verein. Meine Fresse, ist das ein Sauhaufen, du. Ja, ich sage das und kann selbst nicht Trainer spielen, das ist richtig. Aber ich würde logischer nachdenken. Wenn ich einen Stürmer einwechseln will, der mir auch noch was bringen soll, dann wechsle ich den in der 60. Minute ein und nicht in der 85. Minute. Weil frag dich doch mal, Stefan, frag dich doch mal, ob dein Spieler in der 85. Minute Bock hat, bei 3 zu 2 Rückstand, ob der dann noch Bock hat, ins Spiel einzugreifen für vielleicht 8 Minuten. Und sieht dann ein paar Minuten später, yay, dieser Verein liegt ja 4 zu 2 hinten. Da habe ich richtig Bock drauf. Frag doch mal deinen Spieler, ob der da Bock drauf hat. Oder ob der gerne von der Halbzeit an, von der 46. Minute anfängt, seine Arbeit zu machen. Ja? Das ist so, da frage ich mich, in welchem Gedankengang bist du? Das erklär mir mal. Weil das versteht der Fan nicht. Warum der Trainer einen Stürmer in der 85. Minute reintut, das versteht dieser Fan nicht in der Fankurve. Aber du hast es. Und dann in der Pressekonferenz sich hinzusetzen und zu sagen, wir müssen uns jetzt mal darüber im Klaren sein, was wir machen wollen und wo wir hinwollen. Tut mir leid. Das ist genauso viel Dünnschiss, wie die Mannschaft auf dem gesamten Spielfeld gezeigt hat. Dünnschiss, Mist und für die Toilette. Mehr ist das nicht. Ja? Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, wir spielen in Regensburg am Wochenende. Regensburg ist bestimmt kein Verein, der uns gerne 3 Punkte schenken möchte. Also jetzt verdammt nochmal eine andere Moral auf den Platz legen. Oder ihr könnt bald wieder bei 0 Personen anfangen. Weil euch im Stadion die Leute weglaufen. Bei so unterirdischen Moral und Planlosigkeit auf dem Platz. Das ist unglaublich, was dieser Verein sich einfallen lässt. Wenn ihr wirklich in die dritte Liga wollt, was ich ja wohl gerade sehe, dass ihr dahin wollt, dann geht hin und gebt die Lizenz ab. Haben wir 13 Wochen, da haben wir bis August, können wir dann zu Hause auf der Couch sitzen, uns die anderen Mannschaften angucken, gucken, dass der HSV vielleicht tatsächlich dieses Jahr mal aufsteigt in die erste Liga. Sie hätten es ja verdient nach dem Spiel, was sie gezeigt haben im Auswärtsspiel. Ja, 3-0 hinten, 3-3 am Ende. Ne? Damit hat man sich einen Aufstieg in die erste Liga verdient. Wir verdienen die dritte Liga. Übrigens, falls ihr die in die dritte Liga runter wollt, denkt mal an die finanziellen Auswirkungen in dem Verein. Ja, wie wollt ihr dann noch einen Verein zusammenstellen? Ja, mal daran denken, liebe Mannschaft. Mal persönlich an die Mannschaft jetzt. Denkt doch mal nach, was ihr eurem Verein antut. Nicht uns Fans. Wir haben unsere Jahreskarte gekauft. Wir haben einmal im Jahr gekauft. Aber der Verein investiert Millionen von Geldern im Jahr in diese Entwicklung von diesem Verein. Und bei einem Abstieg in die dritte Liga kannst du dir ja mal ausrechnen, was der Verein dann finanziell nicht mehr hat. Ja, wir stehen jetzt schon am Arsch der Welt. Ja, wir sind zwar liquide, aber so weit sind wir auch nicht. Ja. Das ist das Problem, was wir in diesem Verein haben. Und da sollten sich ganz bestimmte Personen mal in der Chefetage mal überlegen, ob sie überhaupt noch am richtigen Platz stehen.
und ob sie überhaupt noch diesen Verein leiten können. Weil daran zweifle ich mittlerweile auch schon. Das sind mittlerweile auch so ein paar Themen, wo ich ganz gerne mal Änderungen sehen würde. Massive Änderungen. Ja? In anderen Mannschaften funktioniert, in anderen Vereins funktioniert es doch auch. Guck dir den FC Schalke 04 an. Ja gut, der ist jetzt nicht gerade besser dran, aber da ist wenigstens jetzt, da ist eine stabile, auch wenn es kacke läuft, aber ja, da hat der Verein, ist abgekackt, da hat sich der Verein zusammengesetzt, hat die Leute rausgeworfen, die scheiße sind, haben sich vernünftige Leute reingesucht und jetzt wird der Verein von Grund auf wieder aufgebaut. Könnte Hannover 96 ja auch mal überlegen, ob das vielleicht nicht sinnvoll wäre. Das würde auf jeden Fall gesellschaftlich und bei den Fans besser ankommen als diese Scheiße und diese Grütze, die wir jetzt sehen. Diese alte, verfaulte Scheiße, die wir auf dem Platz sehen. Das ist das Problem, was wir haben. Nicht, was wir machen, sondern was wir daraus machen, was wir haben. Das ist nur noch Grütze, nur noch Abfall, nur noch Tonne, nur noch Toilette. Und mit dem Kopf aus der Toilette kommen, das ist schwierig. Da sitzen wir nämlich drin, mit dem Kopf. Und wir müssen aufpassen, dass die Bundesliga, die zweite Bundesliga, uns nicht das Klo runterspült. Weil wenn wir runterspülen, fallen wir in die Gosse und das ist dritte Liga. Auch wenn ich die dritte Liga nicht als Gosse bezeichne. Aber das ist für einen Anspruch laut Verein Hannover 96, der gerne in der Bundesliga spielen möchte, ist das der Anspruch, da nicht hinzukommen. Das ist dann Gosse, Abgrund. Ne? Wir sitzen jetzt schon mit einem Fuß, Stuhlbein überm Abgrund. Es könnte sein, dass wir den zweiten jetzt die nächsten Wochen auch noch kriegen und wenn es dann ganz lustig wird, fallen wir dann ganz runter. Ja. Wenn wir ganz runterfallen, ist dritte Liga, dann können wir unseren Vereinen überlegen, was wir überhaupt noch finanzieren, weil höchstwahrscheinlich können wir dann unser Stadion nicht mehr finanzieren. Da können wir dann alle schön ins NLZ zu allen Riede da hinten gehen, ins Nachwuchsleistungszentrum. Geile Idee. Samstagnachmittag VfL Osnabrück gegen Hannover 96 im Nachwuchsleistungszentrum am HCC in Hannover. Das ist doch mal eine geile Anschrift. Solltet ihr mal überlegen, ob ihr darauf Bock habt. Da kommen auch 5000 Leute, aber das sind Gästefans. Und keine Heimfans. Vielen Dank. Jetzt muss ich wieder irgendeine Tablette nehmen, sonst gehe ich gleich kaputt.